Herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft Way of the Bee. Das ist mal wieder so eine Adventure Map von irgendjemandem. Warte. So. Ist das nicht. Die Map hier sieht irgendwie genau ähnlich aus wie die Map Way of the Nether. Deswegen kann ich die Map ein bisschen. Kam mir so bekannt vor. Wenn man so guckt, das ist 1 zu 1 dieselbe verdammte Map. Außer dass wir dort gespawnt sind und halt Thema Meta war. Zuerst war es dort. War alles so korruptiert. Ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist. Ich schätze mal, dass es vom selben Typen ist, der es gemacht hat. Außer dass das hier mit Bienen abläuft. Also man sieht, hier ist alles kaputt. Dann schätze ich mal, zuerst wird das gemacht und dann mit dem Rest halt. Ja, die Insel gab es ja vorher nicht. Bin ich eigentlich lang. Ah, hier. Ich habe gedacht, labert wieder. Schmeckt das nicht? Ich habe gerade meinen Tee getrunken. Ich glaube, ich mache das Richtige, oder? Naja. Ich habe einen Tee neben mir. Der riecht geil, schmeckt aber scheiße. Das ist so geil einfach. Er riecht wirklich gut. Er riecht einfach nach Vanillepudding. Also das ist so ein, wie soll ich sagen, ein Vanilletee. Riecht richtig geil nach Vanille einfach. Nach Vanillepudding. Schmeckt aber erstmal nach Vanille. Das ist jetzt nicht so meins. Also, dass es nach Vanille schmeckt in der Teeform, ich weiß ja nicht, ist jetzt nicht so meins. Wenn es so Vanillepudding so wäre, dann hätte ich gesagt, ja, ist gut. Aber bei Teeform ist jetzt nicht so meins. Ja, aber so ist das halt. Ah, so muss man lang. So. Wenn man sich fragt, vielleicht fragt man sich, warum ich die Map ein bisschen kenne. Die Map kenne ich tatsächlich ein wenig. Die habe ich mal bis zu einem bestimmten Punkt gespielt, bis es nicht mehr, bis irgendein Fehler aufgetreten ist, dass ich halt nicht weiterspielen konnte. Also, verdammt. Wenn ihr euch erinnert, bei Way of the Nether war halt Problem, dass das Netherite sich nicht umwandeln ließ zu, ja, zu den Sachen, was eigentlich machen sollte, zu den Sachen, die ich brauchte. Ja, und jetzt hier gucke ich, ob das auch so ist, wie wir auch. Erstmal sehen. Die Bienen, es geht hier um Bienen, wenn man es am Titel schon gelesen hat. Und es sieht auch ziemlich nach Bienen aus. Also Bienen sind sehr wichtig. Also die Bienen, ich weiß nicht, was das da sein soll. Erstmal wahrscheinlich keine Sonne. Das ist eine Biene. Ich glaube, das weiß jeder. Hier sind Blumen. Die Biene hat am Popo, ja, ich mach's Kinderfreunde schon, am Hintern. Pollen und der sammelt die Pollen ein. Und wenn er, ich meine, wenn er Pollen verliert und bestäubt, generell, ist das gut. Also, wenn wir keine Bienen mehr auf der Welt hätten, sind wir eh weg. Also, die sind heilig. Ja. Also ich würde mal sagen, er versklavt die Bienen. Da gucken wir gleich. Die Menschen oder die Villager haben die Bienen als Sklaven, glaube ich, gehalten. Und dann hat er, dann wurde er gestochen, dann sind die Bienen gestorben alle. Hier. Also, das ist auch empfehlenswert, wenn ihr Honig sammeln möchtet.
macht einfach da drunter so ein Lagerfeuer unter diesen Dingern hier, unter dem Bienennester. Dann greifen die euch unwahrscheinlich an. Die können euch trotzdem noch angreifen, aber das ist sehr unwahrscheinlich, was sie jetzt machen. Bienen arbeiten nur tagsüber und nachts nicht mehr. Das ist klar. Sich hier entgeschlagen? Ich glaube schon, sieht zumindest so aus. Und das, ich würde sagen, nach meinem Fachwissen, es sind Bienenstöcke. Sieht aber auch schon irgendwie geil aus. Das müsste Beton sein. Beton? Beton? Ach. Beton, sage ich immer, des Öfteren. Beton. Mit Farben und das hier. Ich weiß gar nicht, wie. Farben macht man ja aus Honig, ist klar. Die Honigblüten auch, ist klar. Ich weiß nicht, woraus man die Farben noch macht. Das zweite Material weiß ich nicht. Aus Honig ist klar. Aber ich weiß gar nicht, diesen zweiten Material. Lustigerweise. Jetzt gehen wir hier hoch. Wie ihr es halt seht, wir sind ein Riesenpilz. Ey, apropos Pilz. Da fällt mir etwas ein, was ich eigentlich noch machen wollte und vergessen habe. Mushroom High. Follow the road. Also es gibt nur eine Strecke. Man kann nicht nirgendwo anders gehen. Aber man sieht hier haufenweise Bienen. Das ist Profiarbeit. Ich hätte wahrscheinlich hierfür schon eine Brücke gebaut. Wahrscheinlich. Okay, Follow the Road. Was? Honeycomb Hollow. Ende der Road. Wie spreche ich bei meinem Englisch? Ich habe wahrscheinlich irgendwas falsch ausgesprochen. Bei den Englisch-Fachwissen hier. Aha, so kommt man die Dinger. Ich nehme das Holz mal mit. Escape the Rain. Also, Escape the Room. Rain, das erinnert mich einfach an den Film Escape the Room. Ja, was ist das denn? Not a bee. Bees hide away during rain and at night, so you can't possibly be a bee. Also, you're too big. I need to get out of this rain. Quick, follow me back to my home for shelter. Also das sieht ein bisschen weird aus. Ein My alter Mann wings are als all Diener. wet. Now I can't use them until they dry off. Bees have the right idea. That's why you'll never find them outside if it's raining. If you're going to make it on this island, then you'll need to learn the way of the bee. Oh, it looks like the rain is stopping. Follow me. I want to show you something. Still. Einfach vergessen, was ich machen wollte. Gucken wir uns die Landschaft mal an. Ja, der Typ ist da oben. Gehen wir hoch. Und da ist eine Kiste, die ich schon lange plündern wollte. Achoo! Pardon me, my hay fever is still in full swing. Where were we? Oh, yes. Here is your first lesson. Do you see all of those flower fields? They're the result of all the bees' hard work on this island. Bees Ja. travel from flower to flower, gathering and spreading pollen everywhere. Pollen is vital for plant growth. When a pollen-covered bee visits a crop, it grows faster. That's why I plant all my crops near bees. Right, let's continue learning. Come this way. Okay. Ich weiß nicht, ob euch das stört, wenn ich nicht rede, während er redet. Ja. Er soll reden ruhig. Ich weiß gar nicht, was man aufhören. Bees, like me, will only attack if they feel threatened. So don't do anything to cause alarm. Okay. You need to be very careful around bees, because if a bee stings you, it will die.
Bees are attracted to flowers. So if you want a bee to follow you, just hold a flower near it. Keeping the bee population count high is vital for a healthy ecosystem. Bees love flowers so much that if you feed flowers to bees, they will breed and create even more bees. More bees. Breed? Weiß ich nicht. More bees. Mehr Bienen, aber ich weiß nicht, was das erste heißt. Neue Aufgabe. Ja, neues Objektiv. Breed more bees. Ich weiß nicht, breed more bees. Ich glaube, ich muss Bienen paaren. Schätze ich mal. Mein Englisch ist jetzt auch nicht das Allergeilste, das gebe ich zu. Bienen werden mich schubsen, wenn ich irgendwas mache. Eine Biene ist dort. Ich kann dir sagen, dass ich verkackt habe gerade. Biene! Da hinten! Komm her! Da ist auch noch eine Biene. Das ist eine kleine Biene etwa. Another beautiful bee for Honeycomb Hollow. I think we'll name it Buzz. I haven't used that name yet. Yes, Buzz will do just fine. You did a great job out there. Did you work up an appetite? I'm starving. Let's get something to eat. Warum greifst du mich schon wieder an, Mann? Mann, oh. Ich werd gemobbt von den Bienen. Das Schlimme ist ja noch, soweit ich weiß, wenn man eine Biene angreift, greifen alle einen an. Ich glaube, die müssen aber miteinander sein. Da alle zusammen. That bee nest is dripping with honey. Now we know we can harvest from it. When a bee visits a flower, it gets covered in pollen. The bee will take pollen back to the nest and the honey level will increase. The first thing we need to do is place a lit campfire under the bee nest to pacify the bees inside. Take this campfire and try it for yourself. Great work! Now we gather some honey. It's the spot to gather honey for the nest. Cure for hunger and an even better cure for poison. If you're poisoned, just eat some honey and it will take care of the rest. I'm a bit tired of it though. I would give anything for some cake. Right, back to work. Come with me. I need your help with something. Ich habe keine Ahnung, worüber er redet. Dafür ist mein Englisch viel zu schlecht für. Mein Englisch ist so schlecht, ich könnte nicht mehr eine Unterhaltung führen auf Englisch. Also das gebe ich zu. Ich finde es auch immer super, wenn Leute sagen, die können Englisch, aber wenn man mit ihnen eine Unterhaltung führt, können die es nicht mehr. Das ist immer richtig super. Ja, jetzt labern wir. As you can see, there are no bee nests in this area. That's because natural bee nests can only be found on trees. The south facing side of the tree, to be exact. Beehives face south because otherwise bees would have a hard time keeping track of time. They can always work out when to start and stop working as long as the hive entrance is facing south. Now, let's build a beehive here since the bees can't. We're going to need 3 honeycombs and 6 wooden planks. You can use these shears on bee nests to get honeycombs. As for the wood planks, you can find some inside the shed that's just over there. Here is also another campfire. Don't forget to place it under the beehive before shearing for honeycomb. Return to me once you have crafted the beehive. Crafted the beehive. Beehive kannst du erst craften, wenn du diese Bienendinger hast.
Also, ja, Honig und Honigwaben. Crafted. What fine craftsmanship! This beehive is magnificent! This isn't the first time you've crafted something, is it? With that said, I have nothing left to teach you. You now know the way of the Achoo! Bee. I will show you a shortcut back to Poppy Isle when you're ready. I'm sure you have a lot of business to take care of. When you're finished on the island, come talk to me in my nest. I mean home. Okay. Er redet halt irgendwas über Bienen und ist nur am Niesen. Das kriege ich nur mit. Also, das Einzige, was ich verstehe, er ist nur am Niesen und redet nur über Bienen. Also, er ist ein Right, it's time for you Wissenschaftler. to head home. I've noticed your island is a little barren, so I prepared this for you. I have sent the beehive you crafted earlier with some bees inside back to the mayor. Also, have some flowers and these saplings to take back with you. All right, friend, follow me and I'll show you the easy way home. Okay. Also, er spricht halt nicht so schnell, das ist geil. Ich denke mal, die meisten kommen gar nicht hinterher, wenn jemand zu schnell redet. Here, take this elytra and like a true bee, fly back to your Nein, island ich weiß with es nicht. everything I have given and taught you. And remember, take care of the bees and they'll take care of you. Loi. Ich wollte nur gucken, dass es mit einem Banner zusammenpasst. Return, was stand da? Return to the Mayor on Poppy Isle. Isle, sollte wahrscheinlich Island heißen. Wir fliegen hier zusammen. Also ich fliege halt alleine. Bin jetzt gelandet. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliegen musste. Vielleicht zu den Kollegen. Die gucken schon so an. You're back, and it looks like you got everything. We haven't a moment to lose. Meet me on top of Poppy Isle Hill. Folgt dem Major. Okay, ich folge dem Major. Was mich interessieren würde, wenn ich jetzt hier ein bisschen Grünzeug mache, diese Sachen mache, ob das die Insel jetzt grün macht, das interessiert mich gerade. Macht das Spaß, ein bisschen mit der Elytra zu fliegen. Ich hatte nicht mal eine. Nicht mal in meinem Let's Play habe ich eine. Vielleicht nicht mal im End war. Let's start with the beehive. Place it down so we can get some bees on this island. Meinte das? Oh shit! Warte. Er will, dass ich ein Bienennest hinbaue. Ich hätte nicht eins. Ja, dann mache ich Plan B. We have bees now. That brings a tear to my eye. This is the start of a new era for Poppy Isle. Next, we should place the flowers down so the bees can get started harvesting and spreading the pollen. Egal wo. Nein. Ich schätze mal nicht so wirklich, egal wo man die platziert. Ich habe drei Stück platziert. Da muss man mehr. Place 3.
die Bienen sind ja instant draufgegangen. Ich dachte, da kommt so Dings. Das kleine Kästchen, wo ich sie platzieren muss. Vielleicht sind sie auf der Karte verteilt. Könnt ihr hinhauen. Aber wäre ein bisschen komisch, wenn das nicht so sei. Und dann muss ich alle meine Blumen hier verballern. Könnte auch sein. Ich hoffe, das ist jetzt so richtig gewesen. So, dort könnte ich mir vorstellen, Wale. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auf diesen bestimmten Punkten ist zum Platzieren. Wow, what beautiful. Na klar, war das so. Was? I remember the last time I saw such bright colors. We're making great progress. Next, we should place down the saplings you've brought over from Honeycomb Hollow. Please, Adventurer, place these saplings in the areas I've marked out around the island. Ach, da hinten. Der Witz ist geworden, wenn das instant ein Baum geworden. The air already feels so much cleaner. I can't wait until they're fully grown. However, I don't think the bees came quick enough. I've just been informed that one of the villagers has become rather ill. I've heard rumors that a honey bottle can cure poison and illness. Could you gather some using this glass bottle? I'm going into the village to see them now. Okay. Ich hab das mit der Schere gemacht. Das könnte schlecht sein. Das könnte wirklich schlecht sein. Wohin läuft der Kollege? Füllte das Glas mit Honig. Ging jetzt nach hinten los. Kann ich das noch retten? Sonst muss ich zur Insel. Wisst ihr, ich hab verkackt. ja. Ich finde, das ist auch extrem geil hier. Ich denke mal, ihr findet das auch echt geil. Das Ganze hier. Also die, dass ich hier so Maps zeige. Ja, ich schätze mal, ich finde das wahrscheinlich schön. Diese Maps, die ich hier zeige, des Öfteren. Ist das komisch? Ja. Ja, ich denke mal, ihr findet das toll. Ich finde das auch absolut toll. Immer neue Maps zu suchen und so weiter. Ja, es ist eine tolle Sache, immer was ich hier mache. Ja. Ey, wir haben Honig im Inventar. 3 Stück sogar. Ja. Was steht da? Honeybomb. Ins Dorf muss ich. Ich gehe einfach ins Dorf. Sickle. Muss ich mal kurz einen trinken? Nein. Also dieser grüne Punkt hat mich beim letzten Mal so oft genervt, aber wenn ich ihn jetzt brauche, ist er nicht so
Ansprechpartner dabei. Und ich mal kurz zum Major hin wieder und frage ihn, was ich machen soll. Genau. Ich weiß nicht, was das heißt. Also geht's zum Village Dorf, steht da. Sick, ich weiß nicht, was Sick heißt. Vielleicht zum oberen Gebäude. Ich möchte jetzt nicht auf Ende über Übersetzer wieder machen. Mal hier rein. Ich weiß, was da drunter ist, ist das Ding. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich machen soll. Also ich bin jetzt wieder da. Ich muss übersetzen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Also allein der Übersetzer hat einfach was rausgeworfen. Heile die Kranken. Muss ich selbst nochmal gucken. Erlaubt mein Übersetzer, steht da wirklich. Heile die Kranken, die Honigbutter. Also das ist mal wieder eine Übersetzung, finde ich. Honigbutter. Ich weiß gar nicht, was ich heilen soll. Das Ding. Ich verstehe nicht, was ich heilen soll. Vielleicht die Pflanzen. Das ist die Frage. Was ist die Aufgabe, bitte? Also da steht ja, geht zu dem Villager. Irgendwas mit Villager steht da. Bottle. Das könnte das Ding gemeint sein? Eigentlich Bottle. Vielleicht kann man den was machen? Nein. Ich hasse es, wenn keine Markierung da ist. Schlimm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also hier soll ich auch nicht hin. Hier lang gegangen. Schlimm. Is that honey? It's mich. Will that really help? There's only one way to find out. It works. I feel much better already. Thank you so much. Okay. Incredible! You're a true hero, adventurer. We owe you big time. We want you to know that you're welcome to make this island your home. By the way, I've been thinking about my old friend, Bee Scientist. When you get the chance, could you bring him this cake as a way of thanking him for teaching you? I know it's his favorite. Thanks again, hero. You've really saved us all. Oh. Fuck. Nee, oder? Im Kopf gehabt, Scotty, beam mich hoch. Was passiert? Ich werde hochgebeamt. Oh Mann. What's that you have there, friend? Ein Kuchen. Cake? Ja, er frisst den ganzen Kuchen, Mann. You really came all the way out here to bring this to me? You're a true friend. Not only to me, but also the bees.
I've noticed some big changes on Poppy Isle. When you fly back, you'll see just how much impact you and the bees have had. Farewell, friend. Thanks again for the cake. Ich soll erst wieder zurückfliegen. Das ist so ein Witz. Aber es wird langsam grün. Bäume sind da, es wird grün. Danke für das Spielen. Ray of the Bee. Eine Map bei Race. Was? Racely. Ach, versuche ich nicht erst auszusprechen. Man soll ihm mehr. Ich versuche es nicht erst zu übersetzen. Ja, ich verkacke sonst. Das hier ist der Way of the Bee. Bee gewesen. Eine Adventure Map von. Ja, das mit dem lila Namen, was ihr da gesehen habt. An sich ist das eine tolle Adventure Map. Zumindest habt ihr es jetzt gesehen. Man ist in einem Dorf. Von der Storyline aus. Man ist in einem Dorf. Wo halt. Alles heruntergekommen ist. Ach, heruntergekommen nicht. Es ist halt alles so auf der Art und Weise kaputt. Einfach ausgestorben größtenteils. Das ist die Map halt. Das Ding gibt mir immer die Vibes. Das ist unsichtbar. Was? Okay. Ja. Eine gestorbene oder halb ausgestorbene Sache halt. Alles fast ausgestorben, was man hier sieht und so weiter. Dann würde ich mal sagen, ich beende diesen Part hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.